Der Bulldog an sich, das war alles nachvollziehbar und logisch. Wenn du irgendwas, wenn du am Getriebe warst oder Radaufnahmen, Schaltgetriebe, das war alles Verdeck. Verdeck ist Vogelwild. Alles klar. Geht wieder um einen Fanfarmer. Verdeck. Ich fange mit der Tür an. Türe, Einstieg links. Schaut mal her. Das war ursprünglich dort. Von der Farbe her, da hat es mir nicht gar nicht ganz schlecht gefallen. In neu. Das war nichts Gescheites. Wenn die Tür auf war, hat es am Reifen geschliffen. Wenn ich es ganz zugemacht habe, hat es durch Vibrationen ist wieder, immer wieder aufgegangen. Das wird komplett neu gemacht. Das ist nichts. Der Mechanismus, der ist auch komplett ausgeschlagen. Den mache ich neu. Was ich übernehme, ist folgendes, und zwar von dem Peko-Verdeck das Rohr. Die Aufnahme, die übernehme ich. Das nehme ich wieder her. Ich nehme vielleicht sogar das Stück Rohr her. Den Mechanismus mache ich neu und dann mag ich das alles massiv haben. Massiv, schönen Rahmen und der muss sich vom Reifen, wenn er auf ist, wegschwenken. Denke mal, wenn es gut gemacht ist, kannst du nichts sagen. Das war die ursprüngliche Tür. Die Porträte, aber das war nichts, das war so ganz windig. Und da ist auch alles ausgeschlagen. Ich mag so eine Art Mechanismus schon auch wieder herbauen, aber halt massiver. Ich bin der Meinung, wenn dann die Tür so auf ist und man steigt aus, man nutzt die immer gleich als Griff und stützt sie ein bisschen ab. Und das wird da auch das Problem gewesen sein, warum der so ausgenagelt ist. Ja, werden wir gar nicht lang rum. Ich sage immer, nicht lang geredet und dacht. Selber gemacht. Schauen wir mal, was das wird. War ganz meine Vermutung, da ist eine Feder, die drückt den Bolzen immer an das Vierkant und scharniert. Ja, aber das drückt es nicht mehr gescheit. Machen wir neu. Und massiver. Gut, ich drehe jetzt das Scharnier auf. Das ist mir allgemein, ist mir das ist mir alles schwach. Da hat er wenig Fleisch, darf aber noch gehen. Mir ist das Rohr, das in die Aufnahme vom Peko-Verdeck reingesteckt wird, mir ist das schon zu dünnwandig. Muss ich mal bei meinem Stahlhändler schauen, ob ich da dickwandiges kriege. Jetzt mag ich nur mal schauen, wie die Feder ausschaut innen drin. Das ist gar keine Feder, oder? Das sind so Scheiben. Oder kommt da noch ein Fett, ne? Wieder nur Scheiben. Schau, oh, hört's mal da her, was da Scheiben drin sind. Mich wundert nichts mehr. Verdeck ist Vogelwild. Aber noch einen guten Kommentar gekriegt. Ich glaub's auch, dass das früher so war. Da hat der Dorfschmied, die haben das Verdeck gekauft und hat das Verdeck auf den Bullock draufgebaut werden müssen. Und dann war das alles so Marke Eigenbau. Und du hast daran schon erkannt, welcher Schmied das war. Na, da nehme ich nichts her. Das baue ich mir neu. Flacheisen, das verschweiße ich schön massiv. Dann kommt das hier rein. Das schneiden wir hier ab. Dann schweißen wir das da dran. Und dann scharniert das da drin. Hier drin haben wir ja noch diese dicken Distanzhülsen vom Peko-Verdeck, die untergelegt waren, die machen wir blank, verschleifen die außen ein bisschen und dann passen die da innen rein. Da habe ich noch so eine M16er massive Schraube, da geht die Buchsen sauber drauf, da scharniert die dann da drin. Ja, das machen wir jetzt schnell. Und dann hätte ich gerne nochmal so eine Funktion, was die Originaltür ursprünglich auch gehabt hat, hat auch nicht mehr funktioniert. Die sollte nur,
Wenn es ganz zu ist, einrasten. Und wenn man es aufmacht, wird es nur so einmal so einen kleinen Widerstand überwinden, dann freigängig sein. Und wenn es ganz auf ist, wieder einrasten. Ich habe schon was im Kopf. Jetzt machen wir erstmal das. Und dann schauen wir, ob wir das mit dem Widerstand und mit der Rastfunktion hier bringen. Ich glaube schon. Machen wir das ein bisschen blank, dann verschweißen wir das alles. Dann machen wir jetzt gleich die Länge. Die Wanze, ich habe schon so oft gesehen. Die schneidet dann hinterher. Aus denen habe ich so kleine geschliffen. Die passen da jetzt rein. Passt. Das ist das Scharnier, voll massiv. Was ich jetzt mache, ist, dieses Rohr wird ans Pico-Verdeck hingeschweißt. Fest verschweißt. Und jetzt habe ich hier eine Klemmvorrichtung geschweißt. Ja, ganz primitiv. Hinten da eine Mutter hier, da eine Mutter aufbohrt, dass kein Wind mehr hat. Und dann kannst du es hier klemmen. Das ans Pico-Verdeck hier. Das rutscht so. Da innen rein und das schweiße ich jetzt da her. Ja, besonders schön ist nicht. Das schweißen wir auch gleich da her. Das hat mir gefallen. Arretierung vergessen. Wir wollen ja einmal ganz ausgefahren arretieren und einmal 90 Grad vers eingewinkelt arretieren. Mir ist da jetzt was eingefallen und ich mag das kurz testen, ob das funktioniert und dann setze ich es auch gleich um. Einmal die Kugel rein, die Feder und auf die Feder die Mordenschraube und die drückt die Feder nach unten. Die Kugel schaut jetzt vor. Das massive Rohr läuft da drin und muss die Kugel überdrücken. Über die Feder. Die ausgefahrene Position lege ich fest und bohre da ganz leicht an. Dieses Loch dient dazu, dass die Kugel quasi da ein bisschen reinrutscht. Und den ein bisschen arretiert, das ist quasi so ein Raster. Raster, wenn er ganz ausgefahren ist, dass er leicht geht, sich ein bisschen zentriert. Ich mache auf, leise. Bin ein bisschen skeptisch, wie lange das hält. Ja. Werd sie im Alltag zeigen, ob das was Gescheites ist oder ob es ein Murks ist. Aber das nehme ich jetzt mal her und dann sehen wir schon. So, Versuch Nummer, auf dem Video wird es Versuch Nummer 3 sein, in Wirklichkeit Versuch Nummer 23. Ich mag die Tür nachmodellieren. Ich habe da keine Originalzeichnung, gar nichts. Ich habe das Nachgefühl. Die Aufnahme vom Pico-Verdeck schneide ich weg. Da kommt ein dickwandiges Rohr hin. Habe ich unten schon gezeigt. Das wird auch alles neu gemacht. Mir geht es jetzt nur darum, wie weit springe ich hinter, welche Winkel, welche Schräge und geht es dann noch auf. Schauen wir mal, ob es jetzt passt, was ich gemacht habe. Schmeißen wir jetzt von her.
Und passt die Tür? Ich hoffe es. Wenn es jetzt nicht passt, ich glaube, ich habe es 20 Mal probiert. Rauf, runter, rauf, runter. Irgendwann habe ich ein Schweißgerät, das ich oben schweißen habe können. Somit kann ich oben und unten gleichzeitig schweißen. Toll. Schlauchpaket rauf, Schlauchpaket runter. Geht einwandfrei. Jetzt habe ich noch ganz kurz bloß unten nochmal schnell das Eck gebrochen. Weil das war ganz knapp immer am Lenkgetriebe. Das verschleife ich schnell und dann machen wir Anprobe. Ich bin so gespannt. Jetzt bauen wir es hier. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann passt es jetzt. Ich glaube, das ist mit auch ein Grund, warum so viele Oldtimer-Freunde ohne Verdeck fahren. Weil es ist eine undankbare Arbeit. Jetzt schaut mal, was ich gemacht habe. Ich habe mal hier, das war original dabei. Das habe ich ein bisschen abändern müssen. Jetzt habe ich hier eine gerade Kante und mache hier einigermaßen dicht, damit es da nicht reinzieht. Die Aufnahme haben wir da hingeschweißt. Den Drehpunkt habe ich hier festgelegt. War auch nicht auf Anhieb richtig. Ich habe ihn zuerst ein bisschen weiter vorne gehabt. Dann ist er mal hier angestanden. Danach habe ich ihn zu weit hinten gehabt. Dann bin ich da nicht mehr hinten reingekommen. Aber jetzt schaut es her. Cool, hä? Und jetzt auch wieder zu. Da habe ich jetzt Luft, 3 cm, weil ich die Kante gebrochen habe. Und jetzt schlagt es da wieder sauber hin. Überragend. Wie ich das dann mache, ob ich da nochmal einen Blecheinsatz reinmache und in Wagenfarbe lackiere oder den Verdeckstoff, den müssen jetzt die Tage grillen, ob ich den da drauf mache, sieht man im zweiten Teil. Schaffe ich jetzt nicht alles, gell? Ist ja noch ewig viel zum tun. Wenn es interessiert, abonniert's, bleibt dabei. Sehen wir uns nächste Woche. Für euch. Das brauchen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, da brennt nichts so. Ich bin ja hier unten. Und außerdem ist da hinten ein Feuerlöscher. Sicherheit geht bei mir. Nein, das fällt mir auf den Kopf. Brauche ich ja gar nicht mehr. Brauche ich ja nicht mehr, weil ich mir da Steckdosen hingemacht habe. Filmseite von da, weil da ist er auch weg, weil da ist der Putz weggebrochen. Kabel wird aufgeräumt und damit ich es wirklich aufräume, lege ich es mir gleich in die Arbeitsfläche rein. Das ist ein Trauerspiel bei mir, gell? Ich laufe da jetzt schon bestimmt 10 Mal auf. Ruft ja nichts, ich möchte es ja so. Tut mir leid, recht viel besser geht's nicht. Wichtig ist, dass ich jetzt Musik muss feiern. Der nächste Versuch, da passt es jetzt dann. Ja, weil das Filmen jetzt aufhört und ich erst wieder ein Video mache, wenn es wirklich passt. Noch nicht berufsgenossenschaftskonform, da kann ich es nicht mehr wegrollen. Besser geht nicht. Ich muss da oben schweißen am Bulldog. So, bitte dich. Mir geht nichts mehr raus, seitdem ich gesagt habe, bei dem Video mit dem DK-Titel, dass ich so gut drauf bin, heute geht alles. Das ist wie wenn eine Mannschaft, so eine mittelmäßige Mannschaft gegen Bayern gewinnt. Ja? Macht eine Riesenspur, gewinnt gegen Bayern, gewinnt danach aber 10 Spiele nicht mehr. Egal gegen wen. Hauptsache gegen Bayern. Das muss jetzt passen, wenn ich scheiß mal hier. Gell? Ich glaube, ich muss jetzt da nichts mehr. Lass mal so. Du, das Loch da unten, jetzt ist die Garage immer noch offen. Steht das Schweißgerät immer noch da oben? Da oben, wo wir es aufgestellt haben, ursprünglich steht es nicht mehr. Wo steht es denn jetzt? Guter Vergleich, gell, mit den Bayern.